Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Wir befinden uns hier immer noch auf der Elefantenstatue. Und ich habe auch gerade im Moment, haha, ich sehe es schon, wieder was entdeckt. Wir müssen wieder schwingen und ihr wisst ja Bescheid, was es heißt, wenn wir uns hier in Uncharted schwingen. Rob wird 2 bis 3 Mal sterben. Ach hey, ich sehe da drüben einen anderen Baum. Müssen wir uns jetzt echt mit dem Seil in der Luft nochmal abschwingen? Ja, hilft ja nichts, ne? Probieren. Ist das wirklich der einzige Weg rüber? Ja. Dafür ist es ein Spiel. Na, macht Spaß da drüben? Na und ob? Ja. Hä? Haha! Das war das Verrückteste, was ich hier getan habe. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich denke noch drüber nach. Nennt mich einfach Indiana Rob. So. Okay, geht's hier runter? Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Hier können wir uns schon wieder schwingen. Alles klar, ich sehe auch schon die Ziele da drüben. Ja. Ja, holla! Du machst das ganz toll, Schätzchen. Danke. Wird noch besser gehen, wenn wir auf der Krone sind. Ich bin überrascht, dass wir das noch nicht gesehen haben. Klopft auf Holz. Oh, er ist in der Nähe. Ich bezweifle, dass wir ihn hier oben treffen werden. Warum? Er hat nicht den Mumm, so weit hochzuklettern. Hua! Jetzt hat sich die Kamera aber gedreht hier. Okay, aber wo muss ich jetzt hin? Aha. So, kurz Kräfte schonen. Natürlich, eigentlich ist das schon eine Meisterleistung, was die zwei Frauen hier abliefern. Das ist nichts gegen Frauen, kein Mann würde das packen. So, Chloe, komm, weiter geht's. Was mich halt stört, ist, dass die Kamera immer mal wackelt. Ihr seht das hier? Ich glaube, ich habe einen Platz entdeckt, von dem wir uns zur Krone schwingen können. Nur noch ein bisschen weiter. Oh Gott. Vielen Dank. Schnell, kletter hoch. Ich rutsche. Alter, jetzt bin ich aber richtig erschrocken. Okay. Es wird spannend. Was sagst du? Beeindruckend. Ja. Oh, also. Wie kommen wir hier wieder runter? Wieso jetzt eigentlich wieder runter? Okay. Immer mit der Ruhe. Wirklich? Wann bist du das nächste Mal hier? Erstmal ein schönes Foto gemacht. Von Nadine am Abgrund. Okay, jetzt müssen wir natürlich schauen, wohin. Aber ihr kennt das ja. Einfach erstmal losschwingen. 2 bis 3 Mal sterben. Wow. Oder auch nicht. So langsam habe ich einen Dreh raus. Aber das sage ich immer und dann sterbe ich wieder. Nee. Okay. Hier oben ist es stabiler. Schrei es nicht. Ja, ehrlich mal. Hüp. Wow. Halt dich doch mal hier fest.
liegt denn da im Wasser? Okay, da ist irgendwas versunken. Das ist der ehemalige Staudamm, würde ich sagen. Okay, müssen wir weiter... Ja, wir müssen weiter hoch. Das ist unser Weg rein. Dank der persischen Armee. Was ist der Weg rein? Hier reinfallen? Ja, war mir klar. Wow, guter Schuss. Die Perser hatten wohl ein Trebuchet. Trebuchet? Kannst du nicht einfach Katapult sagen, wie jeder andere auch? Ein Trebuchet ist eine Form des Katapults. Es kann mit schweren Geschossen beladen werden wie dieses und sie weiter schleudern. Aha, das lernt man beim Militär? Hab's auf Wikipedia nachgelesen. Wie jeder andere auch. Ja, alles klar. Also ein Trebuchet ist ein riesiges Katapult, was natürlich weiter schleudern kann als ein normales Katapult. Ist genauso wie ein Gewehr eine große Pistole ist, ne? Weil es halt heißt aber halt Gewehr, weil es eben weiter schießen kann und größere Kaliber. Unglaublich. Unsere alten Freunde Parashurama und Ganesha. Freunde? Wenn die Hindu-Götter keine Dämonen bekämpfen, kämpfen sie manchmal gegeneinander. Vielleicht einfach nicht sein Stil. Ich jetzt loslasse, sterbe ich, oder? Nee, Gott sei Dank. Weil da wäre es tief runtergegangen. Okay, Weg gefunden. Aber da unten ist ein Collectible. Ihr seht's leuchten. Haha. Da will ich hin. Ach, das kann doch nicht sein. Die wird es doch schaffen. Die kann Berge hochklettern. Aber ich sollte diese Abstiegsfunktion nutzen. So. Ganz genau die hier. So ist es vorgesehen. So muss es gemacht werden. Sieht ganz danach aus. Okay, ich dann hier wieder sterbe. Oh, die ist darüber gesprungen, die Nadine. Dann machen wir das auch und holen uns mal schnell das Collectible hier hinten. So, weiter geht's natürlich. Sie haben die Tür versperrt. Hat ihnen auch nicht geholfen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass die Perser von oben kommen. Man sollte meinen, bei der dritten Invasion wären sie vorbereitet gewesen. Sie dachten wohl nicht, dass jemand sie besiegen könnte. Richtig, das ist der Fehler auch bei vielen Armeen heutzutage. Dazu sage ich aber jetzt kein politisches Statement. So, ein schönes Foto. Und dann muss ich springen. Ich muss bestimmt springen, oder? Okay. Ja, da geht's natürlich runter. Die kann ja echt nicht, nur weil da Gras ist, kann sie sich dort nicht festhalten. Es geht doch hier überall raus. Sind überall Ausgänge. Ich suche in den hintersten Ecken. Okay, da ist also nichts. Also tauchen. Mal schauen, ob das die Lösung ist. Hier ist noch nichts.
Wahrscheinlich dann doch nicht. Nadine geht auch wieder hoch. Aber ich habe hier tatsächlich was entdeckt. Hierdurch. Okay, sieh Knochen. Mal. Rüstungen. Du hattest recht, Nadine. Scheinen sowohl die Hostale als auch die Perser gewesen zu sein. Alter Schwede, wie sieht das hier bitte aus? Das sieht doch schon besser aus. Ja, genau. Eine Grabstätte. Wir wissen jetzt auch, wie das mit der Tür funktioniert. Oh gut, das funktioniert ja. Na also, schön ein wenig Licht zu haben. Wie in einer Krypta. Läuft bei dir, Nadine. Krypten und Begräbnisse sind nicht wirklich hinduistisch. Sie bevorzugen Feuerbestattungen. Das ist eine wunderschöne Zeremonie. Antyesti, in Sanskrit letztes Opfer. Opfer? Die Idee ist, dass unsere Körper nur geliehene Hüllen sind und sie zurückgegeben werden, damit sie anderen helfen. Ein hübscher Gedanke. Zu spät für diese armen Schweine. Den Begriff arme Schweine könnt ihr übrigens auch bei Wikipedia nachlesen. Was zum Teufel? Oh Gott. Das war er. Ihr letzter Kampf. Ah, aber ihr Reich konnten sie nicht retten. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn. Das erinnert mich an die Zwergenruinen bei Herr der Ringe. Der arme Mensch. Okay, schauen wir uns hier mal um. Da ist unser Weg rein. Nadine, hilfst du mir mal mit dem hier? Klar. Komm, halt das Haus. Na bitte. Verzeihung. Tut mir leid. Wir sind sicher nah dran. Hoffentlich näher als diese Typen. Alter Schwede. Der Weg ist versperrt. Die Toten halten ihn. Das Ding kommt mir bekannt vor. Das setzt hoffentlich nicht das Wasser in Gang. Ja, hoffentlich. Du sagst es. Was das Ding wirklich macht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wünsche euch noch einen tollen Tag. Liebe Grüße, euer Rob.